drängt, dann bleibt die... Also ich bin sehr gern da, einmal wegen dem Erhard, einmal wegen dem Thema, einmal wegen euch, die ihr da seid. Es ist immer wunderbar, wenn man Menschen neu begegnet, was Neues lernt. Ich bin also schon gespannt darauf, was ich mit euch heute lernen werde. Lernen und lehren kommt von derselben Wortwurzel, nämlich von leisten, und leisten kommt von germanisch leisti, die Fährte. Lernen heißt also eine Fährte des Lebens folgen, eigene Erfahrungen sammeln. Und wenn mich das Verfolgen meiner Lebensfährten so fasziniert und glücklich macht und begeistert, dass sich alle Leute sagen, ja, das ist ja wahnsinnig interessant, was der da erlebt, das täte mich auch interessieren. Wenn die anderen Leute mir von sich aus folgen wollen, wenn ich meine Fährten des Lebens verfolge, ne? Also wenn ich mich zum Beispiel mit Schreiben beschäftige, wenn die merken, das geht mir so gut dabei, und die sagen, ja, so gut wie dem, das möchte ich, dass es mir auch einmal geht. Da habe ich eine Sogwirkung. Wenn die anderen mir von sich aus beim Lernen folgen wollen, dann bin ich Lehrer. Wenn ich reinkomme in die Klasse und den Stoff durchnehme, dann bin ich Unterrichtsvollzugsbeamter. Und dann hat dasselbe, was ich tue, eine ganz andere Wirkung. Mir ist vor fast 40 Jahren aufgefallen, dass man in diese Institutionen, die man bei uns vollkommen irreführend Schule nennt, dass man in diese Schulen gehen muss und sie schwänzen kann. Man muss pünktlich sein und man kann zu spät kommen. Man muss schön schreiben und man kann schmieren. Fällt euch was auf? Alles, was normal und gesund ist, ist in diesem Saftladen ein Muss. Wenn ich immer mehr muss, dann engt mich das immer mehr ein, am Schluss bin ich tot. Ich brauche, um zu leben, das Können. Und wenn die Schule das Können einfach total verdrängt, dann bleibt dem Leben im Kind nichts anderes übrig, als sich durch Auffälligkeiten bemerkbar zu machen. Kinder werden auffällig, damit uns endlich was auffällt. Das ist der Titel eines Aufsatzes von mir, den ich 2012 im Januar, glaube ich, in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlicht habe. Dem habe ich den Professor Hüther geschickt und er fand den genial und hat mich gefragt, ob er den auf seiner Homepage Schulen der Zukunft veröffentlichen kann. Er hat dann noch einen zweiten Artikel von mir dazu bekommen. Der Titel des zweiten Artikels heißt: Mit der Dyskalkulie hat sich die Pädagogik verkalkuliert. Also Kalkuloi, das waren bei den alten Kalkuloi, bei den alten Griechen waren das die kleinen Steinchen. Heute sagt man Schusser dazu oder Murmeln. Die kannst du auch nehmen, um Zahlenverhältnisse darzustellen. Also mit dieser Kalkuliererei, da kann man jetzt einfach Probleme lösen oder man kann an die Probleme herangehen, dann macht man plötzlich alles verkehrt dabei und dann möchte aber nicht unbedingt jeder zugeben, dass er alles verkehrt gemacht hat. Und um davon abzulenken, erfindet man dann
einfach einen schlau klingenden griechisch, lateinisch, englischen Begriff und man sagt Dyskalkulie dazu. Oder man sagt Legasthenie dazu. Meine verstorbene Kollegin Hiltraud Prehm aus Eichenau bei Fürstenfeldbruck, die hat immer ganz deutlich gesagt, Legasthenie ist ein Gespenst und Gespenster gibt es nicht. Und sie hat gesagt, Legasthenie ist keine Lernschwäche, sondern eine Lehrschwäche. Das ist gut.